Also ein cooles neues, relativ neues Feature ist auf Pipedrive ist, wir haben jetzt hier diesen coolen Herrn von Sennebogen GmbH, Sennebogen Maschinenfabrik versucht anzurufen und sind hier jetzt dabei, eine Wiedervorlage zu bauen, Aktivitäten. Und wir haben ja hier oben diesen Label, ne? Also da oben dieser Label da. Und das ist sozusagen heiß, warm oder kalt Lead, ne? Also ABC, wie man es auch immer benennen mag. Und jetzt haben wir aber hier quasi innerhalb der Aktivitäten bei Pipedrive nochmal die Gelegenheit, das ist relativ neu, Prioritäten festzusetzen. Ne? Und es ist auch schön hier eingebaut. Jetzt kann ich hier einfach nochmal sagen, okay, innerhalb, mal angenommen, das ist jetzt ein C-Lead, ja, also ein kalter Lead oder ein B-Lead, ein warmer Lead. You name it, wie auch immer du das quasi bei dir intern festgelegt hast oder mit deinen Kunden, wenn du in der Agentur bist, kannst du dann sozusagen innerhalb der jeweiligen Kategorie des Leads oder der Sales Opportunity hier nochmal die Prioritäten festsetzen. Das kannst du im Übrigen auch, wenn das ganze Ding schon ein Deal ist oder wenn du es hier oben schon als Deal festgelegt hast, ja, oder als Lead. Diese Lead-Funktion bei Pipedrive, das ist irgendwie so nachträglich mit eingeflossen. Das gab es früher gar nicht und deswegen ist es so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so wirklich vollends integriert. Ich nutze es persönlich so wie gar nicht, weil bei mir letztendlich die Leads direkt in der Kontaktliste sozusagen identifiziere und sagen wir mal auch analysierbar sind. Also von daher nochmal ein anderes Thema. Hier einfach nochmal ganz kurz die Prioritäten. Ich kann jetzt hier sagen, okay, mittelhoch, der ist jetzt irgendwie mittelgroß, dann habe ich gesagt, okay, morgen rufe ich den an. Nee, heute nicht, morgen. Ja, weil er eben heute schon längst aus dem Büro ist. Die arbeiten auch irgendwie nur so, keine Ahnung, 6 Stunden am Tag. Und, und hier ist jetzt auch dieser kleine Ding, das war früher auch nicht. Also hier immer noch 15 Minuten, 30 Minuten so. Also man kann halt schneller erkennen, wie die Länge. Ja, also auch, hat sich auch geändert, hat sich auch. Also Pipedrive macht ganz viele kleine Verbesserungen permanent stetig. Also die sind sich der, sozusagen dem starken Wettbewerb da draußen mit CRMs also wirklich bewusst und die versuchen wirklich ihr Bestes. Okay, hier nochmal ganz kurz hinzufügen und so weiter. Das werde ich jetzt hier nicht ganz besprechen, es dauert zu lang. Ich werde hier sagen, was ist das nochmal beschäftigt? Also wenn du was irgendwie nicht genau weißt, dann kannst du es hier okay, verstehe. Dieser ganze Teil dient der Synchronisierung mit anderen Kalendern. Das werden wir jetzt hier nicht besprechen. Hier ging es einfach nur um dieses kleine Feature, dass du hier jetzt sozusagen innerhalb eines Leads, na, hier oben beim Label, sagen kannst, okay, das hier ist jetzt irgendwie so ein B-Lead oder irgendwas und das hier ist dann letztendlich hier nochmal innerhalb dieses B-Leads nochmal mittelhoch oder niedrige Priorität, na, oder gar keine. Ja. Und jetzt schauen wir mal, ob man das überhaupt. Nee. Das lässt sich dann auch nicht ändern, also es ist weder mittelhoch oder niedrig. Okay, das heißt, es ist ein Standard und insofern auch nicht ambiguous. Okay, also coole Sache von Pipedrive, gefällt mir immer besser. Machen jetzt wirklich, klotzen wirklich rein, dass sie also besser werden, noch wie HubSpot. Ist zumindest meine Wahrnehmung. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was beibringen zum Thema Pipedrive. Bis dahin, ciao, euer Thomas Klein.